Herzlich willkommen, liebe U-Boot-Katastrophenfreunde. Heute möchte ich euch das Spiel Roter November vorstellen. Das Ganze ist im Heidelberger Spieleverlag erschienen, ist für 1 bis 8 Spieler ab 13 Jahren geeignet und dauert knackige 1 bis 2 Stunden. Die Regeln von diesem Spiel sind nicht ganz so einfach zu verstehen, deswegen werde ich es in mehrere kleinere Videos unterteilen und bitte um Nachsicht, wenn es nicht ganz so schlüssig ist. Ich denke, spätestens bei der Spielrunde im Gesamten werdet ihr dann die Regeln besser verstehen können. Aber zuerst zeige ich euch wie immer natürlich, was findet ihr in der Schachtel an Spielmaterial, wie baut ihr das Spiel auf und dann kommen wir, wie gesagt, zu mehreren kleinen Videos und der großen Spielrunde. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Roter November. Als erstes zeige ich euch also, was in der Spieleschachtel an Material zu finden ist. Zum einen haben wir hier eine Anleitung. Die ist in einer Sprache gehalten und, wie ihr seht, relativ umfangreich. Dann haben wir den Spielplan. Dann haben wir hier Marker für verschlossene Luken und für Katastrophen. Hier haben wir Zählmarker, die wir auf diesen drei Katastrophenleisten vorwärts ziehen können und an dessen Ende das Spiel verloren ist, wenn einer dahin kommen sollte. Hier haben wir die Zeitzählsteine für jeden der 8 Spieler. Dann gibt es hier Aktionskarten oder Ereigniskarten. Jedes Mal, wenn eine Figur auf so einen Stern hier dann kommt, muss eine neue Ereigniskarte nachgezogen werden und somit summieren sich einfach die Katastrophen, die auf diesem Schiff passieren, recht schnell und müssen alle behoben werden. Als Gegenstück gibt es dann noch ein paar Gegenstandskarten, mit denen man die Katastrophenproben etwas leichter gestalten kann. Denn um eine Katastrophe abzuwenden, braucht man immer ein bisschen Würfelglück. Und dem Glück kann man eben mit Objekten ein bisschen nachhelfen. Dafür gibt es diesen 10-seitigen Würfel. Dann haben wir hier Feuermarker, wenn es mal brennt. Und Wasserstandsmarker mit niedrigem Wasserstand und auf der Rückseite eben hohen Wasserstand. Dann haben wir für jede Spielerfarbe eine Gnomenfigur. Und dann gibt es noch für jeden Spieler einen Gnomenmarker. Und auf diesem haben wir auf der Vorderseite den nüchternen Gnom. Und auf der Rückseite gibt es dann 4 Betrunkenheitsstufen. Und betrunken ist zum einen hilfreich, um manche Situationen zu meistern. Zum anderen ist Betrunkensein manchmal tödlich. Das ist der komplette Spielinhalt. Und jetzt erkläre ich euch, wie ihr das Ganze aufbaut. Kommen wir als erstes zum Aufbau dieses Spiels. Ich zeige euch ein Dreispielerspiel, denn da sind die Regeln ganz normal. Bei einem Zweispieler oder einem Solitärspiel gibt es eine kleine Sonderregel und die ist einfach: bei 2 Spielern nimmt einfach jeder 2 Gnomenkarten, die er als einzelne Karten betrachtet, spielt. Und bei einem Solospiel nimmt der alleinige Spieler einfach alleine 3 Gnomenkarten aufs Spiel. Also im Endeffekt spiele ich jetzt eine Solo-3-Spieler-Variante. Ist jetzt irgendwie beim alleine da sitzt das gleiche. Die Katastrophenmarker Feuer und Wasser legen wir mal hier neben den Spielplan seitlich. Und auch die verschlossenen Luken legen wir mal hier dazu. Den Würfel legen wir für alle gut erreichbar irgendwo hin. Die Katastrophensteine kommen immer hier ganz links auf den ersten Stern. Und es gibt 3 dieser Hauptkatastrophen. Das wäre zum einen die Ersticken, dass die Luft ausgeht, Hitze und Überdruck. Das sind die Katastrophen, für die es hier eine Leiste gibt. Weitere Katastrophen sind natürlich hier unser netter Herr Kraken, der kommt aber erst später ins Spiel. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Katastrophen, wie zum Beispiel ein drohender Raketenstart, dass das ganze Ding in die Luft fliegt und schöne andere Dinge. Und dazu gibt es hier diese kleinen Katastrophenmarker, noch die liegen wir zur Seite. Diese werden durch Aktionskarten, durch Ereigniskarten ausgelöst. Dann bekommt jeder Spieler
seine Gnomenkarte, die legt er mit der nüchternen Seite vor sich hin. Die Gnomenspielfigur wird zufällig eingesetzt. Dazu würfelt man einfach mit dem 10-seitigen Würfel und es sind genau 10 Räume, bedeutet, die Gnome kommen in den Raum, den ich würfel. Das ist die 2 und der kommt in die 1. Somit sind die Starträume schon mal festgelegt. Und die Marker hier zum Zeitzählen kommen in beliebiger Reihenfolge aufeinander. Die Reihenfolge bestimmt allerdings auch die Zugreihenfolge. Das heißt, es wird nicht im Uhrzeigersinn gespielt, sondern immer der, der entweder der oberste ist oder der, der am weitesten zurückliegt, ist der Spieler, der als nächstes drankommt. Und das Ganze kommt je nach Spieleranzahl. Hier haben wir 3 bis 5 Spieler, kommt es auf 60 Minuten. Bei 6 Spielern hier auf 55 Minuten, bei 7 Spielern eben auf 49 und bei 8 Spielern auf 46 Minuten, die Spieler Zeit haben. Die Kartenstapel werden selbstverständlich gut durchgemischt. Aber bevor man die dann vermischt, nimmt man 6 Grog-Karten, das sind diese, aus dem Stapel heraus. 3, 4, 5, 6. Und diese kommen in die Kapitänskajüte und können von den Spielern hier abgeholt werden, wenn sie sich in diesem Raum befinden. Wie gesagt, der Rest wird dann gut durchgemischt. Werden an die Seite gelegt und jeder Spieler bekommt jetzt 2 Karten und die legt auch offen vor sich hin, denn es ist ein kooperatives Spiel, in dem die Spieler gemeinsam versuchen, die drohende Katastrophe abzuwenden. Und jetzt haben wir hier einmal zweimal die Abbruchscode-Karte, die bringt nur etwas, wenn ein drohender Raketenstart aussteht. Dann haben wir hier ein Brecheisen, das hilft uns beim Öffnen einer Luke und hier haben wir noch einen Grog, den wir trinken können, um zum Beispiel plus 3 auf jegliche Reparaturen zu bekommen oder um auch brennende Räume zu betreten, denn ansonsten geht ein Gnom in keinen Raum, wenn es da brennt, wenn er nicht vorher einen Grog getrunken hat oder einen Feuerlöscher hat. Den hat der grüne Spieler, der hat den Feuerlöscher und das Pumpenhandbuch, mit dem er die Luftversorgung reparieren kann und da einen plus 3 Bonus drauf kriegen würde. So, jetzt drehe ich die euch noch alle entgegen, damit ich die anlächeln. So. Dann haben wir die Ereigniskarten. Hier machen wir das gleiche, die mischen wir einfach gut durch. Und hier gibt es einfach verschiedene Ereignisse, wie zum Beispiel Friendly Fire, Feuer bricht in einem zufälligen Raum aus, Luke wird blockiert, Wasser steigt, der Lufttank ist kaputt, die Maschinen gehen kaputt, es bricht irgendwo Feuer aus. Wasserstand, es gibt auch ein paar Karten, wo nichts passiert, die sind natürlich sehr glücklich, wenn man mal ein bisschen seine Ruhe hat. Genau, Druckanzeige steigt und so weiter und so fort, also die Katastrophen sind hier drin und eigentlich sind bis auf die Es passiert nichts Karten, es nur Katastrophen in diesem Stapel. So, das ist auch schon der komplette Aufbau des Spiels. Und jetzt erkläre ich euch mal, was ihr auf dem Spielplan so alles an Feldern findet. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. In diesem Stapel gibt es eine Karte mit dem Kraken. Und die Krakenkarte, die kommt momentan noch aus dem Stapel heraus. Denn erst wenn der Stapel einmal komplett mit allen Katastrophen abgearbeitet wurde, wird der Stapel wieder neu aufgelegt und da kommt dann die Krakenkarte mit dazu, sodass erst, wenn der Stapel hier einmal durch ist, die Möglichkeit besteht, dass der Kraken mit dem Spiel angreift. In der ersten Stapelrunde hat man diese Sorge noch nicht. Katastrophen wie Feuer oder auch steigendes Wasser kann in jedem der 10 Räume ausbrechen und kann in dem Raum einfach auch wieder repariert werden, indem es halt drin ist. Sachen wie jetzt die Luftversorgung ist kaputt oder es wird zu heiß oder auch der Überdruck steigt, können nur in den Räumen gelöst werden, in denen das Symbol ist. Also hier im Raum 1 wäre die Lösung für das Problem des Überdrucks, im Raum 2 wäre die Lösung für das Problem
des Sauerstoffmangels und hier in Raum 4 wäre die Lösung für das Problem der Hitze. In Raum 7 ist die Lösung für das Problem eines drohenden Raketenstarts. Wenn es dazu kommen sollte, muss das in diesem Raum erledigt werden. Und ansonsten gibt es hier noch zwei besondere Räume, den Raum 8. In diesem Raum kann ich für Zeit, also in dem Spiel wird eigentlich alles mit der Zeit der Spieler bezahlt, kann ich mir beliebig viele Objektgegenstände, Karten besorgen und zu mir legen. Ein Höchstlimit von eigenen Karten gibt es nicht. Es gibt allerdings Ereignisse, in denen man seine Handkarten wieder loswerden muss. Und im Raum 10, in der Kapitänskajüte, kann ich mir eben auch für Zeit ein oder zwei Grogflaschen kaufen und die auch zu meinen Gegenständen legen. Zwischen den ganzen Räumen haben wir Luken. Diese Luken können ganz einfach passiert werden, solange sie noch nicht verschlossen wurden. Durch so ein Symbol. Wenn sie verschlossen wurden, dann müssen erstmal die Luken geknackt werden. Und dann haben wir noch drei Außenluken. Hier, hier und hier. Die kann man ganz normal betreten, wenn man eine Tauchgerätkarte dabei hat. Ansonsten kann man nicht raus. Hat man die dabei, kann man durch eine beliebige andere Luke wieder das Schiff betreten. Sollte man zu lange draußen sein, dann ist man natürlich tot. Das sind jetzt im Endeffekt alle wichtigen Räume, die dieses Spiel hat. Als nächstes lese ich euch mal kurz die Spielidee vor. Das experimentelle gnomische Unterseeboot BFGU Roter November ist in Seenot geraten. Das Boot ist außer Kontrolle und alle Systeme versagen gleichzeitig. Feuer bricht aus, Wasser bricht ein und lebensnotwendige Systeme brechen zusammen. Zwar ist Hilfe bereits unterwegs, aber die gnomischen Matrosen müssen zusammenarbeiten, wenn sie bis zur Ankunft der Retter überleben wollen. Jede Runde eines Gnoms besteht aus vier verschiedenen Phasen. Als erstes kommt die Bewegungsphase, danach folgen die Aktionen, dann wird eine Ohnmachtsprüfung gemacht, ob der Gnom in Ohnmacht fällt, wenn er was getrunken hat, und am Schluss kommt die Aktualisierung. Und die einzelnen Phasen erkläre ich euch jetzt in lauter einzelnen Videos. Die Bewegungsphase funktioniert folgendermaßen. Der Spieler überlegt sich, wo möchte ich hin, um etwas zu reparieren. Am Anfang ist es noch nichts kaputt, deswegen kann er sich frei bewegen oder eben auch nichts tun, nur wenn er nichts tut. Also wenn nicht der erste Gnom mal hier auf das erste Feld kommt, wird das ganze Spiel lang auch nichts passieren. Die Bewegungen werden mit dem weißen Geisterstein bewegt und gezählt. Alle Aktionen und alles, was Zeit kostet, wird alles zuerst mit dem weißen Geisterstein gezählt und danach, wenn die Runde beendet ist, wird in der Aktualisierungsphase der Stein hinterhergezogen und diese ganzen Sterne und Objektkartenfelder abgearbeitet. Also wenn zum Beispiel jetzt der Lilane sagt, der dran ist, ich würde ganz gerne in den Raum 8 gehen, um mir ein paar Gegenstände zu besorgen, dann wird der Geisterstein einen Schritt weiter bewegt. Denn eine Luke zu öffnen kostet mich eine Minute. Stehen bleiben kostet mich keine Zeit, bringt mich aber auch auf der Leiste nicht vorwärts. Die Bewegung in überfluteten Räumen kostet immer einen Punkt mehr. Das bedeutet, hat der Raum hier drüben zum Beispiel einen hohen Wasserstand und ich öffne für einen Punkt diese Luke, dann fließt der hohe Wasserstand hier auf einen niedrigen Wasserstand zurück und flutet gleichzeitig aber den Raum, den ich gerade geöffnet habe. Jetzt herrscht in diesen beiden Räumen niedriges Wasser. Hätte es hier in den Räumen gebrannt, wäre das Feuer gelöscht. Aber wenn ich mich jetzt bewegen möchte, von hier nach da, so kostet mich das nicht nur einen Punkt für die Luke, sondern zwei Punkte, weil ich einfach in hohem Wasser für jede Aktion, die ich eigentlich mache, immer mehr Punkte ausgeben muss. Das ist die Bewegung, die ich machen kann. Räume, in denen es brennt, darf ich wie gesagt nicht betreten, solange ich keinen Feuerlöscher dabei habe oder nicht vorher einen Grog trinke. Dann darf ich den Raum betreten und muss aber versuchen, das Feuer zu löschen. Sollte ich dieses Feuer nicht löschen können, weil die Probe versagt, muss ich schnellstmöglich wieder aus dem Raum verschwinden. Sollte ich zur Aktualisierungsphase noch in dem Raum stehen, bin ich leider gestorben. Gleiches ist, wenn ich in einem Raum komme, in dem plötzlich Hochwasser herrscht. Auch diesen Raum muss ich versuchen, schnellstmöglich zu verlassen, indem ich einen anderen Raum öffne, in dem noch kein Wasserstandsmarker liegt. Um den Wasserstand auszugleichen, schaffe ich das nicht, dann ertrinke ich in der Aktualisierungsphase. Wasser kann auch nie
abfließen. Wenn jetzt zum Beispiel hier schon ein niedriger Wasserstand ist, kann ich diese Luke nicht öffnen, denn Wasser kann nur in leere Räume abfließen. Somit müsste ich in einen Raum, zum Beispiel den jetzt nehmen, öffnen, dann wird das Feuer gelöscht und zum anderen werden die Wasserstände hier wieder angeglichen. Und ich zahle dann eben wieder einen Punkt mehr pro Schritt, weil dort Wasser herrscht. Ich kann das Wasser natürlich auch rauspumpen. Entsprechende Proben erkläre ich euch nachher bei den Aktionen. So viel zum Thema Bewegung und jetzt erkläre ich euch ein paar Aktionen. Es gibt folgende Aktionen, die der Spieler je nach Katastrophe, die momentan am Laufen ist, durchführen kann. Da war zum einen eine Lukenblockierung aufheben, ein Feuer löschen, Wasser abpumpen, die Maschine reparieren, die Luftversorgung reparieren, den Reaktor reparieren, einen Raketenstart abbrechen, den Kraken jagen gehen, eine Objektkarte ziehen oder eine Objektkarte mit einem anderen Spieler tauschen, keine Aktion durchführen oder zu guter Letzt auch mal seine Kameraden im Stich lassen. Das sind die Aktionen, die die Spieler durchführen können. Und dazu müssen sie immer Proben würfeln. Grundsätzlich ist es immer so, ich kann Zeit beliebig einsetzen, um mir einen Wert rauszusuchen, unter dem ich gerne würfeln würde. Das heißt, wenn jetzt der gelbe Spieler gerne hier rüber möchte, um diese Blockierung aufzuheben, könnte ich sagen, ich würde dafür gerne 5 Zeit einsetzen, also 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden, würde dann den Würfel nehmen und müsste jetzt eine Zahl zwischen 1 und 5 würfeln, also unter dieser Zahl drunter bleiben, dann wäre diese Lukenblockierung aufgehoben und die Tür wäre offen. Schaffe ich es nicht, passiert nichts Schlimmes, außer dass ich einfach Zeit dafür verloren habe. Somit kann ich also selber mir sagen, wie viel ist es mir wert, diese Probe zu schaffen. Umso kritischer natürlich die Situation ist, umso mehr Punkte sollte man einsetzen. Und diese Punkte kann man eben erhöhen durch diese Karten. Der Gelbe hätte jetzt hier zum Beispiel diese Karte Brecheisen gehabt und das wäre ein +3-Bonus auf die Lukenblockierung. Wenn ich jetzt also sage, ich setze 5 Punkte von meiner Zeit ein und nimm die Karte her, hätte ich nicht nur 5, sondern 8 und somit wäre alles, was unter 8 ist, geglückt. In dem Fall hätte ich jetzt Glück gehabt, hätte genau die 8 gewürfelt und hätte die Lukenblockierung aufgehoben. Also wie jede Probe, egal welche Aktion es betrifft, muss sich der Spieler einfach überlegen, habe ich die passende Karte dazu, setze ich diese Karte ein, setze ich vielleicht einen Grog ein, den kann ich hier bei diesen ganzen Reparaturen einsetzen. Oder verlasse ich mich auf mein Würfelglück und nimm einfach nur die Zeitspanne beliebig und würfel. Das sind soweit die Aktionen, die man durchführen kann. Einen Grog zu trinken kann mir, wie gesagt, helfen, Aufgaben leichter zu lösen, denn, fällt mir herunter der Grog, ich bin nicht besoffen, keine Angst, kann einen brennenden Raum betreten oder hat einen +3-Bonus auf eine beliebige Reparatur. Heißt, wenn ich jetzt hier in dem Raum stehen würde und würde sagen, ich würde gern sicher gehen, dass ich das reparieren kann, ich würde gerne 1, 2, 3, 4 Zeit einsetzen und einen Grog trinken, dann wird die Grog-Anzeige auf besoffen umgedreht und momentan auf die 1. Also die 1 muss dann in Richtung des Spielers zeigen, dass er weiß, ich bin eine Stufe betrunken. Und jetzt könnte er die Probe eben ablegen. Er hat 4 Minuten hier genommen, kann hier 3 dazu nehmen. Das heißt, unter 7 müsste er würfeln, hat er geschafft, kann die Anzeige zurück. Nach dieser Aktion kommt eben die Ohnmachtsphasenprüfung. Und die funktioniert folgendermaßen. Man nimmt hier eine von diesen Aktionskarten und macht nicht die Aktion, sondern schaut nur auf die Zahl, die hier unten in der Ecke steht. Hier kann ein Minus sein, dann passiert auf keinen Fall was. Eine 1, eine 2 oder eine 3. Und auch eine 4. Genau. Und da muss ich schauen, wie betrunken bin ich. Momentan bin ich auf der 1er Stufe. Und solange die Zahl hier unten jetzt höher ist, wie das, was ich betrunken bin, habe ich kein Problem. Das heißt, die Karte käme dann einfach auf den Ablagestapel und ich wäre nicht in Ohnmacht gefallen. Sollte ich jetzt aber eine 2er Betrunkenheitsstufe haben und ziehe mir hier eine, muss ich suchen, wo haben wir sie denn? Hier eine 1er Karte ziehen, dann würde mein Gnom in Ohnmacht fallen
Und das würde bedeuten, er würde 10 Minuten betrunken am Boden liegen, bewegungsunfähig und könnte nichts machen. Man wirft dann die betroffene Figur um und geht mit der 10 Minuten weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lässt sie dann hier liegen bis zur nächsten Runde. Wenn er wieder dran ist, dann wacht er wieder auf. Das bedeutet, sobald alle Figuren an ihm vorbei sind, ist er wieder dran, denn immer die hinterste Figur oder die oberste Figur ist die, die momentan der Startspieler ist. Bei einer Ohnmacht kann es natürlich vorkommen, dass ich in einem Raum ohnmächtig werde, in dem es brennt, in einem Raum, in dem Hochwasser herrscht, dann überlebe ich leider die Runde nicht und sterbe weg. Ansonsten wird ganz normal in der Aktualisierungsphase, die ich euch gleich erkläre, noch geschaut, über welche Felder kam er in diesen 10 Runden denn drüber, und dahingehend werden weitere Ereignisse aufgedeckt und die Katastrophe spitzt sich zu. Also, als nächstes die Aktualisierungsphase. Am Ende jeder Runde eines Spielers kommt die Aktualisierungsphase. Das heißt, sein Männchen wird jetzt auf die Geistersteinposition gezogen und alle Aktionen, die dazwischen liegen, werden ausgeführt. So, der Lilane geht also ein weiter und hier haben wir eine Aktion. Das heißt, wir ziehen hier eine Karte und schauen, was draufsteht. Die Hitzeanzeige steigt um 2. Also 1, 2 Hitze vorwärts, Karte ablegen. Dann geht er weiter und hat hier die nächste Aktion. Alle Marker niedriger Wasserstand wechseln zu hohem Wasserstand. Das bedeutet, hier haben wir gleich mal Hochwasser. Wenn das jetzt während einer Phase passiert, die die Aktualisierung betrifft, stirbt der Charakter nicht, wenn er in diesem Raum steht. Auch wenn in diesem Raum ein Feuer ausbricht, während dieser Phase jetzt, stirbt der Charakter auch nicht. Er muss halt im nächsten Zug schnell handeln und dieses Problem aus der Welt schaffen, aber jetzt stirbt er nicht aktuell, das wäre ja auch ein bisschen fies. Das heißt, der lilane Spieler ist in Sicherheit, auch wenn das Wasser jetzt gestiegen ist. In der Runde stirbt er noch nicht, aber wenn er wieder dran sein sollte, muss er da raus. Und der Stein geht weiter. Noch eine Aktion haben wir. Feuer bricht in einem zufällig bestimmten Raum aus. Zufällig bestimmt heißt wieder, ich würfel mit dem Würfel und haben die 5. Und hier haben wir jetzt gleich den Sonderfall zufälligerweise. Das Feuer bricht nicht in einem Raum aus, in dem natürlich Wasser drin ist. Das kann nicht passieren, deswegen würde diese Aktion nichts machen. Ansonsten, wenn ich eine andere Zahl gewürfelt hätte, sagen wir mal die 4, dann würde hier in diesem Raum jetzt einfach auch das Feuer ausbrechen und die Gnome hätten wieder ein bisschen mehr zu tun. Dann gehen wir auf den letzten Punkt, wo der Geisterstein ist, nehmen den Geisterstein zurück und der Zug des lilanen Spielers wäre damit abgeschlossen. Als nächstes käme, weil er oben drauf ist, der gelbe Spieler an die Reihe und würde seine Züge durchführen und schauen, welche Katastrophen er soweit verhindern kann. Jetzt erkläre ich euch nur kurz Raum 8 und 10 näher und dann zeige ich euch das Ganze mal in einer durchgehenden Spielrunde. Wenn ein Gnom hier hinten im Raum des Objekteziehens ist, kann er sich entscheiden, für bis zu 4 Minuten Zeiteinsatz Objekte zu ziehen. Jede Minute ist ein Objekt, mehr wie 4 darf er aber nicht ziehen. Das heißt, der Lilane könnte jetzt hier sagen, ich hätte gerne 4 Objekte, gebe dafür 1, 2, 3, 4 Minuten her und ziehe mir diese 4 Objekte auf die Hand und lege die zu meinen Karten einfach dazu. Da hätte ich jetzt bekommen das Reaktorhandbuch, gibt mir einen plus 4 Bonus auf Reaktor reparieren, einen Feuerlöscher, eine Brechstange, noch ein Reaktorhandbuch und würde jetzt meine Figur hier oben auf den roten Bereich verschieben. Das signalisiert einfach den anderen Spielern oder auch mir selber, ich habe schon diese Aktion gemacht und darf die in der nächsten Runde nicht gleich nochmal machen. Ich muss vorher den Raum verlassen haben und wieder betreten haben, um wieder diese Aktion durchzuführen. Das gleiche Thema haben wir hier beim Grog. Hier liegen 6 Grogflaschen. Darf ich pro meiner Runden 2 Minuten einsetzen, um mir einen Grog zu holen? Also höchstens 2 Grogflaschen. Sind die Grogflaschen alle, gibt es halt hier nichts mehr zu holen. Jetzt erkläre ich euch noch die größeren Katastrophen und eine Kleinigkeit noch zum Wasserstand ergänze ich noch. Jetzt gehen wir davon aus, dass der lilane Spieler seine Runde fertig hat. Wir ziehen also in der Aktivierungsphase seinen Stein auf den Geisterstein und haben hier eine Aktion, die erledigt werden muss. Und hier haben wir die Aktion Raketen-Countdown. Ein drohendes Ereignis. Platziere den Katastrophenmarker Raketenstart in 10 Zeitfeldern Entfernung.
Das heißt, es wird dieser Marker hier mit dem Raketenstart genommen und wird geschaut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und hier wird er draufgelegt. Sollte dieses Ereignis gezogen werden, während der Geisterstein zum Beispiel noch weiter vorne steht, wird von dem Punkt, wo er gerade steht, aus gezählt und dann wird weitergegangen und der Rest abgearbeitet. Also nicht vom Schlussfeld aus, wo er am Schluss steht, sondern von dem, wo er die Karte gezogen hat, aus wird gezählt. Was bedeutet diese Aktion jetzt? Ein Raketenstart droht zu passieren und er passiert aber erst, wenn alle Spieler diesen Marker passiert haben. Dann ist aber auch das Spiel vorbei. Das heißt, bis alle Spieler hier dran vorbei sind, sind sie in Sicherheit und können versuchen, das zu reparieren. Und das versucht jetzt einfach mal der gelbe Spieler. Der gibt jetzt einen Punkt aus, um diese Luke zu öffnen und diesen Raum zu betreten. Und nachdem in dem Raum niedriger Wasserstand herrscht, kostet mich das einen Punkt mehr. Somit eine Minute fürs Öffnen, eine Minute für den Raum betreten. Und der niedrige Wasserstand macht mir vor allem jetzt Probleme, wenn ich eine Aktion in diesem Raum durchführen möchte. Denn jede Aktion, die ich hier durchführe, kostet mich auf jeden Fall schon mal 2 Minuten. Diese 2 Minuten werden nirgendwo dazugezählt oder sind irgendwie hier beim Würfeln anwendbar. Nein, ich zähle die 2 Minuten vorwärts, bevor ich jetzt sage, ich möchte hier gerne reparieren, weil ich hier gerne diesen roten Marker zurück hätte auf den Anfang und gebe jetzt 5 Minuten aus. 1, 2, 3, 4, 5. Und erst jetzt darf ich würfeln, habe zum Glück eine 5. Das heißt, die Katastrophe ist zurückgesetzt. Und jetzt würde ich den gelben Marker hier wieder hinterherziehen. In dem Fall wäre er dann hier oben auf dem lilanen drauf. Das heißt, auch in dem Fall wäre dann, sobald der grüne hier vorbei ist, erst der gelbe wieder dran und danach erst der lilane. Also jede Aktion, die ich in einem Raum ausführe, in dem niedriger Wasserstand herrscht, bei hohem Wasserstand geht es ja sowieso nicht, kostet mich 2 Minuten schon mal grundsätzlich und erst dann darf ich meine Handlungen durchführen. Deswegen ist es nie verkehrt, Wasser abzupumpen und Wasser abpumpen kostet mich, wie gesagt, auch wieder nur Zeit. Ich muss halt runter würfeln. Es gibt aber auch Lenzpumpen, mit denen ich dann natürlich mir die Probe etwas erleichtern kann. Ich denke, das sind jetzt mal die grundsätzlichen Regeln. Jetzt erkläre ich euch, wann das Spiel gewonnen, wann das Spiel verloren ist. Ein negatives Spielende kann auf mehrere Arten eintreten. Zum einen, alle Gnome sind im Laufe der Partie gestorben, im Feuer verbrannt, ertrunken oder sonstiges. Dann ist das Spiel vorbei. Ebenso ist das Spiel vorbei, wenn alle dieser Marker über ein drohendes Ereignis drüber sind und das Ereignis nicht aus der Welt geschafft werden konnte. Auch dann haben die Spieler alle zusammen verloren. Ebenso haben die Spieler verloren, wenn einer dieser Marker hier auf dem letzten Feld ankommt, dann ist auch diese Katastrophe eingetreten und die Spieler sterben gemeinschaftlich. Was eine lustige Option ist, ist, seine Kameraden im Stich zu lassen. Diese Aktion kann man erst wählen, wenn man hier über die 10-Minuten-Marke drüber gekommen ist. Dann könnte man sagen, ich hau ab und lasse meine Kameraden im Stich. Dann nehme ich meinen Marker hier zurück und nehme nicht mehr am Spiel teil. Und jetzt habe ich nur gewonnen, wenn meine Kameraden noch draufgehen sollten. Sollten meine Kameraden es schaffen, die Katastrophe abzuwenden und alle hier auf das Feld 0 zu kommen, so haben die Spieler gewonnen, nur der abgehauen ist, hat verloren. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, lohnt sich das Abhauen, ist das Schiff schon so kaputt, dass es die nächsten paar Runden eh nicht mehr übersteht, dann haue ich ab, lasse meine Leute im Stich und hoffe, dass alle sterben und ich gewinne. Sollten sie es aber trotzdem schaffen, auf die 0 zu kommen, so haben die anderen gewonnen, die das Schiff gerettet haben und der geflüchtet ist, hat halt verloren. Und ich denke, jetzt spiele ich euch einfach mal eine kleine Testrunde vor und ihr seht das Ganze mal ein bisschen im Zusammenhang. Also das Spiel beginnt. Jeder stellt seinen Stein auf die 60 Sekunden bei 3 Spielern. Jeder setzt seinen Marker-Gnom ein. Einmal auf die 2, einmal auf die 10, einmal auf die 8. Dann bekommt jeder Spieler noch 2 Karten. Da haben wir einmal den Kaffee,
Kaffee ist übrigens die einzige Möglichkeit, um betrunkene Gnome immer um einen Schritt weniger betrunken zu machen. Ansonsten sind Gnome immer gleich betrunken und der Wert wird nur steigen von Grog zu Grog, aber nie mehr runtergehen. Ist auch kein Problem, wenn ich auf 4 bin, bleibe ich halt auch immer auf 4 besoffen und bin halt dann jedes Mal, wenn ich etwas unter der 4 ziehe, leider auch ohnmächtig. Dann beginnt das Spiel mit dem grünen Spieler. Der grüne Spieler sagt, ich würde ganz gerne einfach mal in den nächsten Raum gehen. Das kostet mich eine Minute Zeit und da bleibe ich dann auch stehen. Somit wird jetzt der grüne Marker hier nachgezogen auf den Geisterstein und die erste Aktionskarte wird gezogen. Feuer bricht aus in einem beliebigen zufälligen Raum, also in der 8 fängt es an zu brennen. In der 8 steht momentan der lilane Spieler, der muss sich dann da drum kümmern in der nächsten Runde, ansonsten verbrennt er. Aktionskarte zur Seite gelegt. Und der gelbe Spieler ist an der Reihe. Der steht jetzt gerade hier im Grog-Raum und überlegt sich, ich hätte einen Feuerlöscher. Ich könnte also jetzt hier bei der Katastrophe helfen. Der lilane Spieler hat ja nichts, der könnte eigentlich nur viel Zeit dafür ausgeben und flüchten. Also gehe ich mal einen Schritt, darf ich, weil ich einen Feuerlöscher habe, in den brennenden Raum. Kostet mich einen Punkt. Dann sage ich, setze ich 4 Minuten ein. 1, 2, 3, 4. Und nehme eine Karte dazu, die mir einen +3 Bonus auf das Ganze gibt. Somit habe ich 7, nehme den Würfel, würfel eine 5 und das Feuer wäre damit gelöscht. Jetzt, wie gesagt, Ohnmächtigkeitsprobe müssen wir nicht würfeln, weil noch keiner irgendwas getrunken hat. Aber ich muss jetzt den Geistermarker wieder hinterherziehen. Schauen wir mal, hier ist schon die erste Aktion. Druckanzeige steigt um 2. Also hier die Druckanzeige um 2 hoch. Dann gehen wir weiter. Nächste Aktion. Ein Feuer bricht in einem zufällig bestimmten Raum aus. Wieder in der 8. Glorreich. Fängt wieder an hier zu brennen. Und wir gehen hier vor und da passiert bis dahin nichts mehr. Dann ist jetzt der hinterste dran. Das ist unser oranger Spieler und der kann jetzt entweder sagen, ich setze Zeit ein und versuche das zu löschen. Oder wie gesagt, der Feuerlöscher ist ja benutzt, der kommt weg. Oder was tue ich in meiner Aktion? Ich würde jetzt ganz gerne ein paar Gegenstände kaufen erst. Sagen wir mal 2 Stück. 1, 2, oder sagen wir 3 Stück. Und hoffe mal, dass da vielleicht ein Feuerlöscher dabei ist. Nein, 2 Brechstangen und ein Pumpenhandbuch. Und dann, halt, ich muss den Geistermarker ziehen, nicht den anderen. Und dann sage ich jetzt einfach, ich nehme jetzt 7 Minuten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um dieses Problem zu lösen, das Feuer zu löschen. Würfel eine 10. Habe es damit nicht geschafft, das Feuer zu löschen. Habe also Zeit verloren und muss jetzt den Raum verlassen. Sonst, wenn diese Aktualisierungsphase kommt, wäre ich schon gestorben. Das heißt, ich muss nochmal 1 Minute aufwenden, um aus dem Raum zu flüchten. Dann wird mein Marker hinterhergezogen. Hier beginnt die erste Aktion. Es passiert nichts. Atempause, das ist schön. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir die nächste Aktion. Feuer bricht in einem Raum neben einem brennenden aus. Da nimmt man sich natürlich einen Raum, in dem kein Wasser ist und überlegt sich, wo hätte man gern das Feuer? Da oder da oder da. Also es muss eine Luke sein. Das ist ein nebenstehender Raum. Ich nehme jetzt mal die 9. Da fängt es an zu brennen. Dann gehe ich weiter. Hier das nächste Ereignis. Der Spieler am Zug wählt eine Luke, die blockiert wird. Das heißt, ich nehme jetzt den Blockadestein und blockiere mal irgendeinen Raum, der jetzt momentan vielleicht nicht so wichtig ist. Und gehe weiter. Nächste Aktion. Ein zufällig bestimmter Raum erhält einen hohen Wasserstand. Also wird wieder gewürfelt. Der Raum 3 kriegt einen hohen Wasserstand. Da ist momentan der grüne Spieler drin. Wie gesagt, passiert nichts, wenn er drin schon steht. Muss halt dann nur in seiner Phase raus aus dem Raum. Dann gehen wir weiter. Endlich mal eine erfreuliche Karte. Wir kriegen einen Gegenstand dazu. Das ist nochmal ein Pumpenhandbuch. Und gehen auf den finalen Punkt und bleiben hier stehen. Ihr seht schon, umso mehr Zeit ihr hier aufwendet, um Aktionen zu machen, umso mehr Katastrophen beginnen zu passieren. Jetzt ist unser hellgrüner Spieler an der Reihe und der ist, wie gesagt, in diesem
Raum mit Hochwasser, da muss er jetzt schnellstens raus. Das heißt, er macht jetzt eine Luke auf und dann nehmen wir mal hier die obere. Und in beiden Räumen ist jetzt niedriger Wasserstand. Das heißt, das Bewegen kostet mich jetzt einen Punkt, denn normalerweise kostet mich das Bewegen ja nichts. Also, wir haben 1 Minute aufgewendet, um die Luke aufzumachen und werden jetzt aber uns nicht bewegen, sondern versuchen, das Wasser abzupumpen. Denn der Grüne hat eine Lenzpumpe, die bringt mir einen +3 Bonus aufs Abpumpen. Sag ich mal, ich gebe dafür 4 Punkte aus. 4 Sekunden, 1, 2, 3, 4 Sekunden, plus die 3. Sind wir bei 7. Ich würfel eine 1 und somit ist hier das Wasser abgepumpt. Und dann kommt die Aktualisierungsphase, da passiert ja in dem Fall nichts. Jetzt schauen wir mal. Jeder Spieler muss eine Grogkarte ausspielen, wenn möglich, und der Rauschzustand der Spieler erhöht sich. Jo, Grog hat zum Glück momentan keiner, das heißt, da haben wir kein Problem mit irgendwelchen Rauschzuständen. Dann gehen wir weiter. Da ist nichts. Da ist nochmal eine Aktion. Und drohendes Ereignis. Platziere den Katastrophenmarker zerquetscht in 10 Entfernung. Ist also der Quetschmarker, der Maschinenraum, hat das Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, hier hinten, wenn alle Spieler drüber gewandert sind, werden sie zerquetscht. Der Vorteil dieser Marker ist, wenn ich dieses Problem aus der Welt schaffe, wird nicht nur der Marker entfernt, sondern auch gleichzeitig die Anzeige, je nachdem, wo es steht, auf den vorigen Stern zurückgeschoben. Das heißt, es ist doppelt gut, sich darum auch dann schnell zu kümmern. Jetzt ist der Gelbe dran. Der Gelbe steht dummerweise wieder mal in einem brennenden Raum, muss das also schnellstens löschen oder aus dem Raum verschwinden. Ich sage, ich lösche das Ding, gebe dafür 5 Sekunden her. 1, 2, 3, 4, 5. Hab leider nichts an Feuerlöschern zum Einsetzen. Würfel eine 9, habe ich also nicht geschafft. Heißt, ich muss jetzt nochmal eine 1, 2, 3, 4, 5. Es ist nicht so einfach dran zu denken, dass man mit dem Geistermarker ziehen muss. Muss noch eine Sekunde hernehmen, um den Raum zu verlassen und gehe jetzt mal in den Grog-Raum rüber. Dann wird meine Figur nachgezogen. Da haben wir hier die erste Aktion, die stattfindet. Da haben wir die Druckanzeige, steigt um 1. Zack. Dann gehen wir weiter auf diese Ecke hier. Wieder mal ein Feuer in einem Raum. Im Raum 8, da brennt es schon. Dann passiert nichts, es brennt nicht mehr oder weiter. Hier gehen wir eine Objektkarte ziehen. Das ist der Glücksbringer. Sehr super. Da ist es vor dem Ziehen dieser Karten hier, kann ich den ausspielen und darf dann 3 von diesen Sternen ignorieren. Das heißt, da kann ich mal richtig Gas geben und dann mal 3 ignorieren. Und dann gehen wir hier auf den letzten Punkt und da bleiben wir dann stehen. Jetzt ist der hellgrüne Spieler wieder an der Reihe, der Grüne. Karten hat er keine und er steht aber in der Nähe des Maschinenraums. Er könnte also mit einer Minute hier rüber gehen, mit dem Öffnen und sich jetzt um dieses Problem kümmern. Das ist ein drohendes Problem. Sagen wir mal, ich nehme mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten dafür her. Würfel eine 10. Das heißt, ich habe es nicht geschafft und nur Zeit verplempert. Dann ziehen wir den hinterher, haben hier wieder das nächste Ereignis. Die Hitzeanzeige steigt um 2. Hier habe ich natürlich vorher vergessen, bei jedem Feuer die Hitze zu steigen. Also nehmen wir nochmal 2 dazu für die 2 Brände. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist so viel, was an Kleinigkeiten man daran denken muss. Das ist am Anfang nicht ganz so einfach. Also, ich habe die 2 Feuer jetzt nochmal nachgezogen. Dann kriege ich hier ein Objekt. Einen Grog. Dann hier passiert nichts. Hier ist das nächste Ereignis. Es passiert nichts. Eine Freude. Und da vorne ist dann auch nichts. Da bleiben wir stehen. Ja, wir haben es leider nicht geschafft, den Überdruck zu beseitigen und jetzt muss ich darum wohl ein anderer kümmern. Momentan wäre jetzt der gelbe Spieler dran. Der ist ganz hinten im hintersten Raum. Dummerweise hat er keinen Feuerlöscher und keinen Grog. Das heißt, er darf auch nicht den Raum verlassen und holt sich jetzt erstmal für 2 Sekunden, 2 Minuten natürlich, 2 Grogflaschen. Davon trinkt er jetzt eine, denn die Grogflasche ermöglicht es mir, einen brennenden Raum zu betreten und auch eine Probe mit +3 zu erledigen. Also,
Ich öffne die Tür, gehe in den Raum Nummer 8, kostet mich eine Minute und bin besoffen auf die 1. Jetzt versuche ich das Feuer zu löschen. Ich setze nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ein. Mit den 3 dazu sind wir bei 9. Eine 8 gewürfelt. Bedeutet, das Feuer ist gelöscht. Und ich ziehe jetzt die Grog-Besoffen-Karte und schau mal, was es ist. Eine 4. Haben wir Glück gehabt. Ich bin nur 1 besoffen. Das heißt, drunter oder gleich ist passiert nichts. Die lege ich dann ab. Ungenutzt. Die Aktion auf dieser Karte wird nicht ausgeführt. Und jetzt ziehe ich meinen gelben Spieler hinterher. Das heißt, hier haben wir die erste Aktion wieder. Der Spieler, der am Zug ist, blockiert eine beliebige Luke. Das heißt, ich nehme eine Lukenblockierung und sage mal hier unten zum Raketen-Silo blockiere ich mal. Dann geht es weiter. Hier vorne ist die nächste Aktion. Die Hitzeanzeige steigt um 1. Da haben wir schon das Problem, dass wir hier über den ersten Stern drüber sind. Das heißt, wenn wir dieses Problem lösen sollten, kommen wir auch nur auf den Stern hier zurück und gehen dann weiter. Der erste Spieler passiert jetzt schon diese gefährliche Marke. Es passiert nichts, da haben wir mal Glück gehabt. Und hier am Ende wartet nochmal ein Gegenstand auf uns, den wir natürlich freudig in Empfang nehmen. Ein Reaktor reparieren. Also der Gelbe hat schon richtig viele Karten, den trifft natürlich am meisten, wenn dann noch irgendeine Aktionskarte mal abgeräumt wird. Dann kommt jetzt der nächste Spieler an die Reihe. Da hätten wir den Lilanen, der steht hier vorne. Der hätte eine Brechstange, ein Café. Das heißt, er könnte... Ja, wir müssen dieses Problem lösen. Wie gesagt, es ist schon sehr eng dran. Also gehen wir einen Schritt. Luke öffnen. In hohes Wasser gehen. Kostet mich noch eine Minute. Gehe hier runter. Wieder einen Schritt. Und gehe hier rüber. Wieder einen Schritt. Und das Problem muss gelöst werden. Das heißt, ich setze jetzt hier wirklich 8 Minuten ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Um dieses Problem zu lösen. Und habe es zum Glück geschafft. Somit wird dieses drohende Ereignis entfernt. Und auch hier unten der Überdruckmarker geht wieder zurück auf den letzten Stern. Habe ich natürlich jetzt viel Zeit verloren, aber die Katastrophe musste weg. Sonst hätten wir jetzt wirklich gleich das Spiel verloren gehabt. Und hier haben wir, es passiert nichts. Da ist nichts drunter. Hier ist der nächste. Druckanzeige steigt schon wieder um 1. So, nächste. Drohendes Ereignis. Platziere den Erstickt-Marker in 10 Felder Entfernung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, die nächste drohende Katastrophe ist schon wieder ausgespielt. Hier kriegen wir einen Gegenstand. Da haben wir einen Feuerlöscher. Und hier müssen wir noch eine Aktion aufdecken. Zufälliger Raum kriegt einen hohen Wasserstand. Das heißt, der Raum 4 wird geflutet, was natürlich schlecht ist. Und dann hier ist nichts mehr. Und somit wäre jetzt der grüne Spieler wieder an der Reihe. Der grüne Spieler steht da vorne und könnte sich jetzt mal um, tja, eigentlich um nichts kümmern. Er hat nichts Gescheites. Also geht er wenigstens mal versuchen, die Luke zu öffnen. Das kostet mich, sagen wir mal, 4. So wichtig ist mir das nicht. Ha, eine 2, hat funktioniert. Luke offen. Dann gehe ich durch, kostet mich wieder einen extra, weil ich in überflutetes Gebiet gehe. Und hier versuche ich dann eine Runde... Ne, hier versuche ich nichts mehr. Das heißt, wir ziehen wieder hinterher, haben hier eine Aktion. Der aktive Spieler legt alle Objektkarten bis auf eine ab. Zum Glück ist es der Grüne, der hat nur eine. Und die nächste Aktion ist dann, Feuer bricht wieder in einem zufälligen Raum aus. Diesmal denken wir auch dran, die Hitzeanzeige zu erhöhen. Das heißt, im Raum 6 bricht Feuer aus. Hier oben. Und die Hitze steigt wieder um 1. Das heißt, hier sind wir langsam in einem bedrohlichen Bereich. Und hier vorne ist dann nichts mehr. So, jetzt ist der Grüne nochmal an der Reihe, weil er keinen überholt hat und darf jetzt einfach den nächsten Zug planen und überlegt sich jetzt, würde ich ganz gerne diesen hohen Wasserstand entfernen. 1, 2, 3, 4, dafür gebe ich 5 aus, Würfel eine 2, habe ich geschafft, der hohe Wasserstand ist weg. Und 2 muss ich aber nochmal dazu nehmen, weil ich in eine Aktion mache in einem Raum mit Wasser, das kostet mich immer 2 mehr, egal was ich tue.
Dann kriege ich hier auf dem ersten Feld ein Objekt. Das ist nochmal ein Grog. Dann muss ich hier wieder eine Aktion aufdecken. Der Spieler am Zug wählt eine Luke, die versperrt wird. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier vorne wieder eine. Dann gehen wir hier weiter. Hier ist noch eine Aktion. Und das ist noch eine Luke. Nehmen wir mal vielleicht die hier. Und dann gehen wir hier vor. Und auch diese Runde ist beendet. Jetzt kommt der gelbe Spieler wieder an die Reihe. Und der gelbe Spieler hat verdammt viele gute Karten. Der muss jetzt schauen, dass er in den Raum 4 kommt. Das heißt, ich gehe eine Luke öffnen. Ich gehe die zweite Luke öffnen. Und dadurch wird der Wasserstand in diesen beiden Räumen ausgeglichen. Das Gehen in den Raum kostet mich aber eine Minute mehr. Und jetzt müsste ich im Endeffekt erstmal kurz das Wasser abpumpen. Da habe ich leider keine Karte dafür. Also lasse ich es mal und ich mache jetzt gleich die Aktion, dass ich das mit dem Reaktorhandbuch den Reaktor repariere. Und das machen wir jetzt mit, das ist doch relativ wichtig, sagen wir mal. Also 2 muss ich sowieso ausgeben, weil ich eine Aktion in diesem Raum mache. Dann lege ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 oben drauf, lege die Reaktorkarte dazu, bin ich bei 9. Ich werde jetzt hoffentlich keine 10 würfeln, genau. Geschafft, das heißt, das Problem setzt sich hier wieder ein bisschen zurück. Das größere Problem haben wir natürlich hier mit unserer Luft, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt spiele ich noch meine Glückskarte aus, sodass die ersten drei Aktionen nicht ausgeführt werden. Erste wird nicht ausgeführt, zweite wird nicht ausgeführt, dritte wird nicht ausgeführt und dann gehe ich hier vor und da haben wir eine Doppelkarte, ein Gegenstand plus ein Ereignis. Alle niedrige Wasserstände wechseln zu hohem Wasserstand. Das heißt jetzt also, hier steigt wieder das Wasser und hier steigt wieder das Wasser. Das heißt, dann kommt jetzt der lilane Spieler an die Reihe und jetzt geht es wirklich langsam um die Wurst, denn wenn wir hier jetzt dieses Problem nicht lösen in diesem Raum, ist gleich vorbei. Das heißt, ich gehe jetzt mal eine Luke, zwei Luken, eins, zwei, weiter und setze hier jetzt, ich setze mal 7 oder so ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und würfel eine 9. Das ist sehr, sehr unglücklich natürlich. Jetzt machen wir noch kurz die letzten Katastrophen. Wir haben nochmal ein schönes Feuerchen im Raum 6. Das haben wir schon. Wir haben hier nochmal eine Aktion. Drohendes Ereignis. Katastrophe, Raketenstart. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist dann hier. Und dann gehen wir weiter hier runter. Da kriegen wir einen Gegenstand und eine Katastrophe. Luke blockieren wieder mal. Also ihr seht schon, dieses Schiff hat wirklich ein Problem. Und dann gehen wir hier auf den finalen Punkt und da bleiben wir dann stehen. Die letzte Chance, dieses drohende Ende des Spiels zu verhindern, hat jetzt unser grüner Spieler. Der steht schon im richtigen Raum, trinkt jetzt mal schön einen Grog und dadurch steigt seine Betrunkenheitsanzeige um 1. Und dann trinkt er, naja, trinkt nicht noch einen Grog. Also man kann, wie gesagt, auch mehrere Karten auch der gleichen Sorte in einer Runde einsetzen, das ist kein Problem. Er sagt jetzt einfach, ich gebe dafür noch 6 aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich gebe 7 aus, dann ist es ein sicheres Ding, weil 7 plus 3 ist 10, dann ist auf jeden Fall das Problem hier gelöst, die Katastrophe ist beseitigt. Genau, aber wie gesagt, die nächste Katastrophe wartet. Auch hier im Schiff schaut es momentan nicht sehr lustig aus. Und somit müssen die Spieler jetzt einfach weiter versuchen, alle Katastrophen so weit im Griff zu halten, dass einfach das Schiff nicht explodiert, nicht kaputt geht und sonstiges tut. Und jetzt erkläre ich noch ganz kurz, was unser Freund der Kraken macht, der später ins Spiel kommt. Ist auch ein drohendes Ereignis. Hierfür gibt es auch einen eigenen Marker. Und der wird einfach in 15 Punkten Entfernung gesetzt. Und um diesen Kraken zu besiegen, brauche ich zum einen eine Taucherausrüstung, dass ich aus dem Schiff rauskomme. Das ist bei den, nein, nicht bei den Ereignissen, sondern bei den Objekten dabei. Da gibt es die Taucherausrüstung. Nur mit dem Tauchgerät kann ich es verlassen und Meeresfelder betreten. Und nur damit kann ich dann auch den Kraken jagen gehen.
Den Kraken jage ich auch wieder mit Zeit natürlich und gibt aber noch eine Waffe, die Harpune, und die gäbe mir noch einen +4er-Bonus auf diese Aktion Krake jagen. Diese zwei Dinge muss ich dann am besten haben, um sicher mit dem Kraken fertig zu werden. Ansonsten zerquetscht der Kraken, sobald alle Spieler eben über die Krakenaktion dann drüber kommen, das Schiff. Da ist es also dann angesagt, zu schauen, dass jemand schnell die Objektkarte Tauchausrüstung kriegt, denn ohne die Tauchausrüstung kann keiner überhaupt raus, um das zu versuchen. Genau, das sind eigentlich soweit alle Aktionen, die eintreten können. Eine Möglichkeit für die Spieler zu interagieren ist noch, Karten untereinander zu tauschen. Sobald zwei Gnome im gleichen Raum stehen, kann beliebig unter diesen beiden Gnomen Karten getauscht werden. Das heißt, der kann ihm das geben, der kann ihm dies geben, aber eben nur, wenn sie im gleichen Raum stehen. Jetzt gibt es noch ein paar Varianten, die man in dieses Spiel einfließen lassen kann. Um das Ganze schwerer zu machen, könnte man zum einen sagen, schon am Anfang werden so viele Ereigniskarten gezogen, wie Spieler am Spiel teilnehmen. Das heißt, in dem Fall hätten wir schon von Anfang an hier drei Ereignisse gehabt, um die sich die Spieler hätten kümmern müssen. Zum anderen gibt es die Variante mit dem nicht permanenten Tod. Das heißt, wenn ein Gnom stirbt, dann kommt er einfach aus dem Spiel raus erstmal, muss alle seine Karten abgeben und sobald er wieder an der Reihe wäre, würfelt er sich einfach mit dem Würfel in einen neuen Raum ein. Dann gibt es die Variante der durchgeknallten Gnome. Hierbei darf ein Gnom, der mit einem anderen im Raum steht, ihm die Brechstange über den Kopf ziehen. Für eine Minute oder für 2 Minuten, wenn Wasser drin ist. Und der andere Spieler stirbt dann, wenn er nicht selber auch eine Brechstange hat. Das heißt, diese Variante spielt man mit verdeckten Karten, sodass man nicht sieht, ob der andere eine Brechstange hat. Hat man ihn außer Gefecht gesetzt, darf man sich seine Objektkarten an sich nehmen. Das heißt, das ist dann eher ein kooperatives Spiel mit der Meuchelnote. Genau, das sind die möglichen Varianten. Solo-Variante, wie gesagt, übernimmt ein Spieler drei Gnome und führt für jeden Gnome auch die Handkarten extra. Beim Zweispielerspiel übernimmt jeder Spieler zwei Gnome und auch in dem Fall führt jeder einen extra Handkartenstapel. Das war die zugegeben etwas kompliziertere Regelerklärung zu Roter November. Ich hoffe, spätestens bei der Proberunde habt ihr die Regeln einigermaßen verstanden. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig, nicht irgendwas zu vergessen, wie ich jetzt die Hitzemarker beim ausbrechenden Feuer. Aber nach ein paar Spielrunden werdet ihr das Ganze dann verstanden haben. Solltet ihr noch Anmerkungen haben, bitte in die Kommentare, jederzeit, entweder auf meiner Webseite oder auch bei YouTube. Ich hoffe, bis dahin habt ihr eine gute Zeit und der Frühling möge endlich kommen. Servus, bis zum nächsten Mal.